Die Uraufführung von Tauberbach, dem neuen Werk des belgischen Choreografen Alain Platel, in den Münchner Kammerspielen. Es sind Gestalten aus der Psyche einer schizophrenen Obdachlosen, die auf einer Müllhalde lebt. Gespielt von der holländischen Schauspielerin Elsie de Brau. Es war eine komplexe Suche danach, wo sich Worte zu Bildern wandeln und wo Körpersprache Wort wird. Für mich gestaltet nicht das, was ich mir vornehme, die Performance, sondern der Austausch mit Menschen. Das macht mich lebendiger und menschlicher. Ein intensiver Prozess. Die Tänzer haben für Tauberbach mit geistig behinderten Kindern gearbeitet, ihre Bewegungen und Laute adaptiert. Schade, dass die angekündigten Gehörlosen die Musik von Bach singen, nur aus dem Off erklingen. Alain Platel ist Meister einer hohen Kunst, der Kunst des Bogenspannens oder des Spannungsbogens. Alles Exzentrische und Übersteigerte mündet sehr langsam und überaus fein geführt in einem großen Glücksgefühl. Ein Glück, das heute Abend das ganze Publikum umfasst hält.